Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 100 Tage Mindestlohn, das ist ganz sicher Zeit für eine erste Zwischenbilanz, auch aus der Sicht der Landesregierung. Seit dem 1. Januar gilt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro in Ost und in West. Und das ist eine sehr gute Nachricht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland und vor allem auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin fest davon überzeugt, der Mindestlohn ist eine Frage der Würde des Einzelnen, seiner Ehre, des Respekts vor dem, was er leistet. Der Mindestlohn ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wer Vollzeit arbeitet, der muss davon auch leben können, ohne dass er zum Sozialamt muss und aufstocken muss. Meine Damen und Herren, das ist endlich erreicht. Und der Mindestlohn hilft ja nicht nur den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern er stärkt auch diejenigen Unternehmen, die immer schon im Wettbewerb auf Qualität und Leistung gesetzt und vernünftige Löhne gezahlt haben. Und er zwingt diejenigen Unternehmen zum Umdenken, die sich bisher durch Lohndrückerei einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollten. Wer als Arbeitgeber seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bisher auf das Aufstocken mit Sozialleistungen verwiesen hat, der hatte ein Geschäftsmodell, das in Wahrheit nur mit dauerhaften staatlichen Subventionen funktionieren konnte. Und zwar Subventionen völlig ungeplant, ungesteuert, aus der öffentlichen Hand mit Riesensummen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, meine Damen und Herren. Die Einführung des Mindestlohnes war die richtige Entscheidung. Das ist einer der wichtigsten sozialpolitischen Fortschritte der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und Tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern profitieren von dieser Regelung. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir uns seit langem für die Einführung eines Mindestlohnes eingesetzt, SPD und CDU gemeinsam in der Großen Koalition. Und was das Land allein tun konnte, das haben wir direkt nach der Wahl ganz schnell getan. Seit 2011 gibt es bei uns Landesaufträge nur an Unternehmen, die mindestens 8,50 Euro zahlen. Auch in den Förderrichtlinien steht 8,50 Euro als Mindestlohn drin. Natürlich war uns bewusst, dass wir mit diesen Maßnahmen nur einen kleinen Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen können, die mit zu niedrigen Löhnen kämpfen. Aber uns ging es gemeinsam um das klare Signal. Und wir haben uns dann im Bundesrat immer dafür eingesetzt, dass der Mindestlohn dann im Bund endlich kommt. Und ich sage ganz klar, es macht mich ein bisschen stolz, sagen zu können, dass wir, diese Koalition, zu den Wegbereitern des Mindestlohnes in Deutschland gehören. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er jetzt endlich da ist. Ganz klar, es geht uns dabei um jede und jeden Einzelnen, die endlich fair entlohnt werden. Aber ganz deutlich muss ich sagen, es geht auch darum, dass Mecklenburg-Vorpommern langfristig wettbewerbsfähig ist und bleibt. Wir sind in der Wirtschaftspolitik gut vorangekommen. Die Zahl der Arbeitslosen ist auf dem geringsten Stand. Die Zahl der Arbeitsplätze ist erheblich gestiegen. Und deshalb geht es uns gemeinsam darum, das Lohnniveau, das in Mecklenburg-Vorpommern das niedrigste von ganz Deutschland ist, anzuheben, den Bundesdurchschnitt anzupassen. Als Niedriglohnland hat Mecklenburg-Vorpommern keine Zukunft, meine Damen und Herren. Dabei ist der Mindestlohn ein ganz wichtiger Baustein, denn es geht beim Mindestlohn ja immer um das Lohnniveau insgesamt. Der Mindestlohn wirkt sich nicht nur für die direkt Betroffenen aus, sondern er beeinflusst natürlich auch das gesamte Lohngefüge darüber. Und deshalb wird er eine Lohnspirale nach oben in Gang setzen. Und deshalb, meine Damen und Herren, war es auch so wichtig, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Ost und West. Ein unterschiedlicher Mindestlohn hätte auf lange Zeit ein insgesamt unterschiedliches Lohnniveau West und Lohnniveau Ost nach sich gezogen. Und dann, davon bin ich fest überzeugt, hätten wir in dem schärfer werdenden Wettbewerb um Fachkräfte keine Chance gehabt. Deshalb, meine Damen und Herren, habe ich in den Koalitionsverhandlungen im Bund 2013 zusammen mit den Kollegen von der CDU, die da ebenfalls gesessen haben, massiv dafür gekämpft, dass wir keine Unterschiede machen zwischen Ost und West. Und das haben wir am Ende auch erreicht. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung in dem wirtschaftlichen Aufholprozess, den wir weiter vor uns haben. Übrigens war es auch eine gute Idee, für die Übergangszeit Abweichungen vom Mindestlohn durch Tarifvertrag zuzulassen, meine Damen und Herren. Einige haben das zunächst nicht verstanden. Aber diese Regelung
bietet den Unternehmen einen großen Anreiz, Tarifverträge abzuschließen. Und das wird endlich zu mehr Tarifverträgen in Mecklenburg-Vorpommern führen. Das ist wichtig, weil eine starke Tarifbindung langfristig für gute Löhne wichtiger ist als alles andere. Meine Damen und Herren, der Mindestlohn gilt seit 100 Tagen und wir können ganz nüchtern feststellen, dass, was viele befürchtet haben, nämlich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, das ist nicht eingetreten. Das Gegenteil ist der Fall, die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Wir haben die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit der deutschen Einheit. Und was die großen Klagen zu Bürokratie und Kontrolle angeht, ja, da muss man schauen nach einem vernünftigen Zeitraum, wenn sich alles eingespielt hat, ob es Verbesserungsbedarf gibt. Aber ich habe keinerlei Verständnis für diejenigen, die jetzt so tun, als hätten sie früher Löhne gezahlt und Leistungen abgerechnet, ohne zu wissen, wie viele Stunden gearbeitet worden ist und wie hoch der Stundenlohn war. Das glaubt wohl niemand. Natürlich muss sich nach 100 Tagen noch vieles einspielen. Und ich sage auch ganz klar, es wäre völlig falsch, gerade hier bei uns im Land, alle Unternehmer unter Generalverdacht zu stellen. Das ist völlig falsch. Und selbstverständlich, wenn ich mit den Betrieben rede, muss auch nicht jede Routinekontrolle des Zoll so aussehen, als würde da eine Razzia gegen Schwerverbrecher durchgeführt. Das ist, glaube ich, klar. Es wird sich im Vollzug des Gesetzes noch herausstellen, dass wir die eine oder andere Änderung brauchen. Aber ich sage ganz klar, den Mindestlohn in Bausch und Bogen zu verdammen, das geht nicht. Sie alle kennen das, bevor der Mindestlohn gekommen ist, haben wir viel davon gehört und einige Funktionäre der Arbeitgeberverbände sind ja immer noch recht aggressiv unterwegs. Ich denke, viele der Kolleginnen und Kollegen hier im Saal haben beim Empfang der IHK zu Schwerin letzte Woche den Vizepräsidenten des Deutschen Industrie- und Handelstages erlebt. Dieses Gepolter, das will ich ganz deutlich sagen, das geht an den tatsächlichen Verhältnissen in den Betrieben und auch in der Einschätzung vor Ort einfach vorbei. Wir kennen das hier alle, mancher Funktionär neigt dazu, Interessenvertretung so zu definieren, dass er alles noch schwärzer sehen muss als ein kritisches Mitglied. Das erweist sich aber häufig als Irrtum und entspricht gar nicht der Sichtweise und den Interessen der Unternehmer. Mein Eindruck ist, dass die meisten Unternehmen im Land sich längst erfolgreich auf den Mindestlohn eingestellt haben und verantwortungsbewusst mit den neuen Regelungen umgehen. Dieser Eindruck wird übrigens untermauert. Wir haben eben schon was von Studien gehört, aber mich interessiert vor allem, wie sieht es im Land aus? Dieser Eindruck wird untermauert von den Ergebnissen einer Umfrage, die die IHK zu Rostock Ende Februar, Anfang März bei ihren Mitgliedsunternehmen auf Rügen durchgeführt hat. Mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, will ich ein wenig daraus zitieren. Das ist eine sehr umfangreiche Befragung. Alle Unternehmen auf Rügen sind angeschrieben worden. Ich will ein paar der Ergebnisse, die auf der ersten Seite 3 in der Übersicht da sind, ganz kurz darauf eingehen. Da wird gesagt, für ein Viertel aller Unternehmen stellt die Höhe des Mindestlohns eine große Belastung dar. Für die Hälfte der Antwortenden entsteht aus der Höhe des Mindestlohns kein Problem. Wir wissen, dass bei uns im Land etwa 20-25% der Menschen vom Mindestlohn profitieren, die bisher weniger bekommen haben als den Mindestlohn. Ich glaube, daraus ist ziemlich klar, dass dieser Befund bestätigt wird, dass die Betriebe sagen, ja, ich habe Schwierigkeiten, die müssen jetzt Mindestlohn zahlen. Das ist das, was wir wollen. Dann sagt jeder fünfte Gewerbebetrieb, der Mindestlohn führt zu einer Verschiebung im innerbetrieblichen Lohngefüge. Das haben wir gewollt. Das ist die Spirale nach oben. Knapp die Hälfte der Unternehmen muss aufgrund des Mindestlohns Lohnerhöhung vornehmen. Das heißt also, die 20-25%, die bisher keinen Mindestlohn bekommen haben, verteilen sich auf die Hälfte der Unternehmen im Land. Jedes zweite Unternehmen ist betroffen. Auch das zeigt, wie dringend wir den Mindestlohn brauchen. Einige rechnen mit gestiegenen Einkaufspreisen, mit einer zusätzlichen Gesamtkostenbelastung. Viele wollen mit Preiserhöhungen reagieren. Das ist alles das, worauf wir setzen. Das nämlich, die Stundenlöhne steigen, nicht nur bei denen, die jetzt endlich Mindestlohn bekommen, auch bei denen darüber. Dann steigen die Preise und die Preise können sich die leisten, die höhere Löhne bekommen und dann geht die Spirale nach oben los. Das nennt man Wohlstand, meine Damen und Herren. Und bisher liegen wir am absolut unteren Ende der Kette und da brauchen wir mehr. Und lieber Herr Renz, wenn Sie mehr Geld im Portemonnaie hätten, dann könnten Sie selbstverständlich auch Ihre Friseurin
können Sie locker, locker besser bezahlen als bisher. Darum geht's. Also, meine Damen und Herren, übrigens sagen einige Unternehmen, die hier befragt werden, die befürchten, dass sie einige Leute nicht mehr beschäftigen können. Diese Befürchtung hat sich in den letzten Monaten als nicht realistisch erwiesen. Und die Unternehmen sagen selbst, naja, bei den Auszubildenden, da ist wohl nicht zu befürchten, dass wir weniger Auszubildende einstellen. Ich glaube, an diesem Punkt wird sehr deutlich, worum es am Ende wirklich geht. Das niedrigste Lohnniveau von Deutschland, wenn das so bleibt, dann wird es uns nicht gelingen, genug Auszubildende hier im Land zu behalten. Dann wird es uns nicht gelingen, die Stellen, die wir offen haben und die zusätzlich weiter offen werden, auch wirklich zu besetzen. Wenn wir wirklich vorankommen wollen, dann brauchen wir vernünftige Löhne und dazu dient der Mindestlohn. Also, meine Damen und Herren, das Fazit ist, sehen wir den Mindestlohn als das, was er ist, eine große soziale Errungenschaft, eine Frage der Gerechtigkeit für den Einzelnen und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Vielen Dank.